Ich war ein bisschen shoppen. Punkt. Genau, ich habe mal wieder ein Haul für euch. Also macht es euch gemütlich. Holt euch ein paar Chips, was Leckeres. Ich habe mir letztens Spekulatius gekauft. Holt euch Spekulatius. Ich liebe Spekulatius. Ich schweife schon wieder ab. Beginnen wir doch mit der Drogerie. Also ich habe Drogerie, High-End, Fashion. Also heute ist wirklich alles dabei. Beginnen wir mit dem langweiligsten. Wattepads. Das sind meine Lieblingswattepads von Isana. Die gibt es bei Rossmann. 120 Wattepads aus 100% Baumwolle, weich und fusselfrei. Mal gucken, wie weit die fliegen können. Dann habe ich ja Ersatz für mein L'Oreal Reinigungsöl gesucht, weil ich das einfach zu teuer finde für das, was es eigentlich ist. Und da habe ich das Balea Reinigungsöl mitgenommen. Das habe ich jetzt auch schon zweimal ausprobiert und ich finde es richtig, richtig, richtig gut. Es kostet nur 2,45 Euro und das Gefühl auf der Haut ist sehr, sehr schön. Die Emulsion ist sehr toll. Es riecht nach gar nichts, Gott sei Dank. Es riecht halt so ein bisschen, finde ich, nach Speiseöl. Also es riecht so, als könnte man damit einen Salat anmachen. Solltet ihr aber nicht. Ich werde weiter für euch testen, aber First Impression ist schon mal Bombe. Dann habe ich mein Lieblingshaarspray nachgekauft von L'Oreal, das Elnett Deluxe, in der Version Aufbauender Schutz. Das hieß aber früher anders. Egal, das Gelbe. Wenn ich Haarspray benutze, dann nur dieses, weil es sich super leicht ausbürsten lässt. Es ist einfach, oh, ich liebe das. Und der Geruch ist einfach nicht so schlimm wie die anderen von L'Oreal. Die riechen einfach straight nach Oma. Ich liebe das sehr, weil ich es mir wert bin. Mein allerliebster Augenbrauenpencil von Catrice, die Farbe 020 Date with Ashton, ist wieder mitgekommen, weil es einfach der beste aus der Drogerie ist. Die Farbe passt perfekt zu meinen Augenbrauen, die ist halt so ein bisschen aschig und der ist auch nicht zu hart, sodass man Fett aufdrücken muss, damit man wenigstens etwas Farbe abbekommt. Und der hat halt so ein richtig tolles Bürstchen am Ende, womit man die Augenbrauen halt auch richtig toll ausbürsten kann. Ich liebe den und deshalb durfte er wieder mit. Muss ich dazu noch viel sagen, es ist göttlich und das wissen wir alle. Fast alle. Far Cream in All mit Kakaobutter. Gott, ich könnte dieses Zeug fressen. Dann habe ich mir mal eine neue Haarfarbe gekauft. Nein, das ist nicht naturgegeben, meine Freunde. Und zwar von Garnier Nutrice Creme die Farbe 64 Heller Bernstein. Das ist halt so ein etwas rötlicheres Braun. Ich mag das gerne, wenn ich so ein paar Rotpigmente in den Haaren habe. Ich finde, das sieht sehr schön aus, obwohl die jetzt einfach nur dunkelbraun aussehen. Von Garnier hatte ich schon mal Farben und damit kam ich gut klar, habe keine allergische Reaktion bekommen oder sonst irgendwas. Hat auch super gehalten und von daher freue ich mich, die nachher oder morgen auf meine Haare drauf zu klatschen. Dann wären wir mit der Drogerie praktisch schon durch. Ich habe jetzt noch einen Teil, das muss ich euch aber in Verbindung mit einem anderen Teil zeigen. Dann hat mich mein Weg noch zu Lush geführt, weil ich unbedingt mal wieder ein schönes Schaumbad haben wollte. Also ich bade ja relativ selten, ich dusche ja eigentlich immer, weil es einfach schneller geht und Aber die Biene hatte mir letztes Jahr zu Weihnachten was Schönes von Lush geschenkt, was so richtig viel Schaum gemacht hat und was richtig toll war. Und sowas wollte ich jetzt wieder haben. Und bin ich da reingegangen und die Verkäuferin sieht ja immer so ein kleines bisschen merkwürdig. Also die kam so auf mich zu, so als ob die gewisse Sachen geraucht hätte und kam dann auf mich zu und hat mich gefragt, was kann ich dir denn schon für eine Freude machen? Ich dachte mir, du kannst erstmal aufhören, so blöd zu grinsen. Naja, aber dann habe ich ihr gesagt, dass ich etwas Cooles haben möchte, was viel Schaum macht und bunt ist und süß ist und schön. Ich wollte eigentlich so eine Badekugel haben, so eine Bath Bomb, aber die hat mir gesagt, dass die eigentlich nur das Wasser bunt macht und keinen Schaum macht und einfach nur sprudelt und das war's. Und ich mag Schaum. Ich mag Schaum in der Wanne. Und da hat sie mir was gezeigt, was wohl sehr viel Schaum macht, und zwar Creamy Candy New. Die Beschreibung lautet wie folgt: Zuckersüßes Schaumbad. Fühl dich wie auf Zuckerwatte gebettet. Fair gehandelte Vanille, Mandelöl und Kakaobutter schenken traumhaft zarte Haut. Ins eingelaufene Badewasser krümeln und entspannen. Bitte trocken lagern. Selbst konservierend und für Veganer geeignet. Das war eh das Beste. Das riecht nicht nur gut, das pflegt auch noch deine Haut richtig toll. Dachte ich mir, Mädel, komm mal auf den Teppich zurück. Ey, das ist... Oh, scheiße, ist was abgefallen. Da sind erstens mal 1000 Duftstoffe drin, die erstens mal reizend sind und zweitens Citric Acid und diverse andere tolle Sachen, die nicht gut für eure Haut sind. Aber ausnahmsweise kann man das mal machen, so sieht das aus, schön pink. Ich guck mal, ob ich euch vielleicht einen Ausschnitt einblenden kann, wo ich das gerade ins Badewasser hineinwerfe. Verdammt. Immer fällt die Blume raus, die muss doch da rein, da ist doch die gute pflegende Kakaobutter drin. Naja, auf jeden Fall riecht es sehr, 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 sehr süß, also nach Süßigkeiten. Aber ich mag das und ich freue mich auf das Bad und ja, ist halt ausnahmsweise mal, ne? Man macht das ja nicht jeden Tag, also ich zumindest nicht. Und das kann man sich auch mal gönnen. 4,50 Euro hat das, glaube ich, gekostet. Finde ich schon ganz schön, habe ich. Jetzt werden wir ein kleines bisschen high-endiger. Und zwar habe ich mir eine neue Foundation geholt. Surprise.
von MAC, die Studio Waterweight Foundation. Davon reden ja im Moment alle und ich mag eigentlich MAC Foundations überhaupt nicht. Ich mag auch die Face and Body Foundation nicht, die eigentlich alle mögen. Aber die Face and Body dunkelt bei mir extrem nach, beziehungsweise ist von mir schon von vorweg war auch wieder tolles Deutsch, Anni. Ist für mich einfach eine hellste Nuance, einfach schon viel zu dunkel und ich mag auch die Konsistenz nicht. Diese Foundation habe ich jetzt schon zweimal ausprobiert und ich muss bis jetzt sagen, ihr werdet dazu von mir bald ein Review bekommen, also haltet die Augen offen. Ach ja, und zu der Foundation habe ich noch eine Duftprobe bekommen von Chanel, das Chance Eau Vive. Warte, wir riechen mal. Sehr frisch. Sehr, sehr frisch. Für mich ein bisschen zu frisch. Also für diese Jahreszeit too fresh. Wow, hier ballen sich gerade Haarspray, Lush und Chanel in einer Duftwolke. Oh Gott. Jetzt gehen wir, ich würde sagen, High-High-End. Ich habe mir mal wieder ein neues Parfum gegönnt. Und zwar das neueste von Tom Ford, das Noir Pour Femme. Tom Ford Noir ist ein sehr beliebtes Parfum, das gab es aber bis jetzt nur für Männer. Und dies hier wurde speziell für Frauen entwickelt, obwohl man Tom Ford Parfums eigentlich, die sind eigentlich alle unisex. Ich habe mir die kleinste Größe gekauft, weil arschteuer. Ich habe es aber wieder in der 20% Parfümerie gekauft. Ich blende euch hier mal die Adresse ein, damit ihr, wenn ihr mal in Köln seid, da auch hinfindet. Ich werde bald auch ein Parfum-Video machen, da werde ich das auch nochmal vorstellen. Aber der Duft ist einfach, ich hoffe wirklich inständig, dass ihr einen Tom Ford Counter in eurer Nähe habt und das mal riechen könnt, weil oh, es ist so wundervoll. Ihr müsst schon schwere und außergewöhnliche Düfte lieben. Also der riecht nach Vanille, weil es da auch drin ist, und auch stark nach Weihrauch, obwohl da gar kein Weihrauch drin ist. Aber ich liebe halt dieses Rauchige nach alter Kirche und das ist für mich einfach der perfekte Herbstduft. Ich liebe den und werde den bis zum Verrecken tragen, bis ich mir dann eine neue Flasche kaufen muss, weil der ist einfach nur toll. So, das wäre es dann für Beauty. Kommen wir zu Fashion. Ich wollte wieder neue Schuhe haben und ich hatte schon eine gewisse Vorstellung im Kopf. Ich wollte auf jeden Fall hohe Absätze, halt Stiefeletten ähnlich und zum Schnüren. Und ich habe mir den Arsch abgesucht. Ich war bei H&M, bei Zara, in diversen Schuhgeschäften. Ich habe nie das Richtige gefunden. Und dann war ich bei New Yorker. Ob man es glauben will oder nicht, dort habe ich die perfekten Schuhe für mich gefunden. Die haben hier so einen richtig schönen dicken Absatz und halt auch so ein bisschen Plateau. Da kann man richtig gut drauf laufen. Und die sind super bequem und halt hier zum Schnüren. Ich finde das einfach so, 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 so schön. Und ich habe mich richtig in die Schuhe verliebt. Ich habe die letztens angezogen. Ich wollte die überhaupt nicht mehr ausziehen, weil die einfach so, so geil sind. Ich blende jetzt mal hoffentlich was ein. Ich kann da perfekt drauf laufen. Die sehen auch nicht zu klobig aus. Und die sind einfach super schön. Und oh, ich liebe, liebe, liebe die. Dann habe ich aber noch bei H&M Schuhe gefunden. Und da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Guckt sie euch erstmal an. Das sind sie. Hinten mit so einem Silberdetail. Und halt auch Absatz, natürlich. Halt so Chelsea Boots mäßig, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut bei denen hier. Und vorne eben so spitz zulaufend. Und die waren runtergesetzt und jetzt haltet euch fest, von 29,99 auf 5 Euro. 5 Euro! Ich habe die Verkäuferin gefragt, was damit los ist und die meinte, weil hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier ist so ein kleines bisschen vom Leder abgeplatzt und deshalb sind die so runtergesetzt. Ich dachte so, what? Mich juckt das überhaupt nicht, dass das hier hinten abgeplatzt ist. Das fällt eigentlich überhaupt gar nicht auf. Und 5 Euro für so ein geiles Paar Schuhe, also holla. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege dann totalen Rausch, wenn ich solche Schnäppchen mache. Das ist total cool. Genau, und jetzt kommt das aus der Drogerie, was ich euch vorhin nicht gezeigt habe, was dazugehört. Und zwar diese Einlagen von Scholl. Das sind Partyfeed-Einlagen, unsichtbare Gel-Ballenpolster. Sehr erotischer Name. Das sind halt solche Bubble-Gel-Teile, die man sich dann vorne in die Schuhe reinlegt. Weil die ja hier vorne sehr, sehr flach sind. Ne? Also man steht da quasi richtig auf hartem Boden und wir alle wissen, Mädels, das brennt im Laufe der Zeit und tut scheiße weh. Deshalb sind diese Dinger wirklich sehr angenehm und helfen, den Tag besser auf solchen Hacken zu überstehen. Jetzt habe ich aber noch Klamotten, aber nicht von H&M, wie die Tüte vermuten lässt, sondern ich habe mich wieder in den Primark verirrt. Ich weiß, ich bekenne mich schuldig, aber was Klamotten angeht, bin ich so geizig und ja, don't judge me. Ich habe mir ein ganz schlichtes schwarzes Rollkragenoberteil gekauft, halt mit langen Ärmelchen. Ich mache bald auch mal so ein Herbst-Lookbook oder halt so Fashion-Video herbstbezogen. Dann seht ihr die Sachen auch angezogen. Aber ich wollte halt immer mal wieder so einen Rollkragen haben. Das habe ich früher gerne getragen und ich finde, das sieht halt richtig edel aus und ich mag das gerne. Und der hat 5 Euro gekostet und da kann man echt nichts sagen. Und das ist halt ganz normal Baumwolle in schwarz und ja, kann man machen, ne? Dann habe ich noch einen Pulli mitgenommen in einer meiner Lieblingsfarben. Das ist so ein richtig schönes, dunkles Pflaume
Und der ist unglaublich weich. Ich glaube, das ist irgendwie 100% Acryl. Genau. Aber halt wirklich super weich und angenehm und flauschig und schön. Und ja, ist halt so ein einfach geschnittener Herbstpulli, ne? Also ich finde den schön. Dann habe ich noch eine geile Hose gefunden. Das ist praktisch wie so eine Anzughose. Das ist so ein fließender Stoff, der unten so ein bisschen ausgestellt ist. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen hier mit den Schuhen. Ja, die hat halt hier auch so Bügelfalten, sieht sehr edel aus und sitzt toll. Man hat einen schönen Arsch darin. Und ja, ich finde die sehr, 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 sehr schön. Dann habe ich mir noch Schals mitgenommen, weil das kann man immer gebrauchen. Bald wird es wieder kalt. Und das ist halt so ein schwarzer Schlauchschal. Ich finde die super schön und der ist auch richtig, richtig flauschig und kuschelig. Und man hat es richtig schön warm am Hals. Dann habe ich auch noch einen anderen gesehen und zwar in der Farbe. Ist die nicht geil? Das ist so ein richtig schöner Farbtupfer, weil ich ziehe mich ja sehr oft schwarz an. Und dann hier so ein schöner bärtiger Ton drauf. Das sieht so, so, so schön aus. Also, und es ist halt so eine richtig schöne Herbstfarbe. Ich liebe das und ach, ich freue mich so, dass ich den gefunden habe. Und zu guter Letzt habe ich mir noch 50.000 Haargummis gekauft. Ich muss nämlich sagen, die ich mir letztens gekauft habe, die aus Gummi, sind schlecht. Kauft euch die bitte nicht. Die halten zwar sehr gut in den Haaren und bewegen sich nicht, aber wenn man die rausmacht, ziehen die an den Haaren und können die auch abreißen und das ist schlecht. Und deshalb habe ich mir jetzt wieder welche ganz normal so aus Stoff gekauft, also aus diesem Material, was halt nicht so hängen bleibt. Und ja, das war's dann mit meinem Haul. Ja, das war dann jetzt alles. Reicht ja auch, glaube ich, mal wieder, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch jetzt noch einen sehr, 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 sehr schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!